Hier kann ich wieder ungestört flöten. Der Besitzer wird sicher nichts dagegen haben, wenn ich mich ein wenig umschaue. Der Tacker kann nur einem gehört haben. Da ist Niespulver drin, wie überaus praktisch. Irgendjemand hat den ganzen Kram im Regal festgeklebt. Aber warum? Laura hat den Basilen tatsächlich hergebracht. Oh, nicht er schon wieder. Emil redet und redet. In dieser Hinsicht steht der Conroy in nichts nach. Oh, nicht er schon wieder. Die Kochkäfer glühen, obwohl ich sie nicht beleidigt habe. Oh, ein Luftballon. Von diesen Bannern habe ich definitiv schon zu viele gesehen. Wird Zeit, dass die abgehängt werden. Kann ich das hier festmachen? Also ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Auf dem Banner ist die Brezel. Die Brezel ist erlaubt. Banner sind auch nicht verboten, soweit ich weiß. Vielleicht sollten wir Emil fragen. Die letzte Wache, die Emil was gefragt hat, musste ihm 2 Wochen lang seine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Gut. Dann werde ich das mal hier anbringen. Sieht auch ganz schön aus. Ich find's auch gut. Ich mag Rot. Ich mag Brezeln. Ich hab Hunger. Das Brett ist mit Tackernadeln geradezu übersät. Und sind das da Wollmausreste? So bekomme ich die Tackernadeln da nicht heraus. Hui, nur die Tackernadeln haben überlebt. Das tue ich lieber nicht. Damit kann ich sicher etwas Wasser abschöpfen. So, hier kommt ein bisschen Abkühlung. Sogar in einem mit abgekühlt.
Ich tacker das Banner mal fest. Gute Idee, dann fällt es nicht ab. Heil, Emil. Hey, ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, ich finde auch, du machst einen tollen Job. Danke. Beste Freunde für immer. Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Jawohl. Wir passen auf, dass alle vollstreckt werden. Das wollte ich auch gerade sagen. Hast du aber nicht. Stillos, aber noch zu gebrauchen. So, jetzt kriegt keiner mehr was mit. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Hey, Wachen! Bitte einmal die Lanzen gut festhalten. Hä? Du hast den Zivilisten gehört. Tu, was er sagt. Ups. Was war das? Ein Attentat! Ein Attentat! Findet den Verräter! Haltet die Augen offen! Schnell weg hier. Hey, ganz ruhig, Robert. Plan B. Nein, nur Loser haben einen Plan B. Ich brauche einen besseren Plan A. Wenn man sein Trauma schon mit sich herumschleppen muss, wieso muss es dann auch noch so schwer sein? Was hilft ein Lautsprecher, wenn niemand die Wahrheit hört? Der Schlauch führt direkt zu Emils Rednerpult. Ich könnte Emil dadurch anpusten, aber was sollte das bringen? Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Oh, nicht er schon wieder. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Ich habe unter dem Windbrunnen alte Noten gefunden.
Oh, da werden Erinnerungen wach. Ich habe ewig keine Musik gemacht. Nicht? Ihr bekommt sonst Ärger. Ich sitze im Gefängnis und bin kurz davor, hingerichtet zu werden. Ich mache jetzt Musik. Das könnte passen. Da ragt ein Stück Lautsprecher heraus. Oboe? Ah, junger Freund. Ich dachte schon so bei mir, die Stimme in meinem Kopf klingt aber heute freundlich. Ich bin drin. Ich hab's geschafft. Wirklich? Ich hab bis zuletzt gedacht, dass ich das Ganze nur geträumt habe. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Der Steinstaub kitzelt in der Nase. Oder es ist meine Conroy-Allergie. Von dem Kopf ist nichts als Steinstaub geblieben. Gut so. Gute Idee. Mit meiner Nase kriege ich das aber nicht nach oben gepustet. Ja. Darin ist der Staub sicherer aufgehoben. Das könnte funktionieren. Vorher müsste ich allerdings den Ballon aufblasen.